Die Deutschen haben Angst vorm Finanzamt oder auch mittlerweile vor der Ampel. Eine neueste Studie bzw. Umfrage an der Stelle ist durchaus, besorgniserregend. Vor allem, weil die Hausnummer so hoch ist, wo ich sie selbst nicht mal angesetzt hätte. Ganz klar ist nämlich, dass im Grunde in der aktuellen Zeit einer nämlich sehr gut verdient. Und das ist der Staat. Und alle anderen, die müssen noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Denn anders als das es ja Christian Lindner angekündigt hat, ja, ihr habt in 2024 mehr, vielleicht auf dem Lohnzettel, aber nicht im Großen und Ganzen real netto nach Abzug aller Kosten. Warum? Weil wir andere Steuern einfach erhöhen, die ja dann die bösen Unternehmen euch wieder aufdrücken. Wir schauen uns heute mal das an. Diese Umfrage, die Focus hier auch veröffentlicht hat, plus zudem natürlich auch eine spannende Entwicklung, wo man ganz klar sagen muss, das kann so vielleicht nicht gut weitergehen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Und das ist im Großen und Ganzen heute eine Focus-Online-Umfrage, die ich hier gesehen habe. Und zwar: Deutsche klagen über viel zu hohe Steuern und haben Angst vor neuen Belastungen. Denn das ist wirklich die spannende Umfrage hier, die Focus veröffentlicht hat. Und zwar hier heute vom 26.01. bis 4.02.2024 und 5018 Befragte. Und zwar 84% der Deutschen haben Angst vor Steuer- und Abgabenerhöhungen. Sorgen Sie sich, dass die Abgaben und Steuerlast in den nächsten 5 Jahren weiter steigen? Sagen hier 66% ja auf jeden Fall und 18% dann natürlich weitere eher ja. Und so kommen wir auf knapp 84%, die sagen, günstiger wird's nicht. Denn es wird immer mehr Geld ganz einfach hier auch verschwendet, das auch in den Amtsstuben und vor allem auch natürlich in irgendwelchen Ministerien und Subventionslöchern ganz einfach hier verschluckt. Und das ist vor allem auch eine weitere spannende Umfrage. Wir gehen hier weiter rein. Und zwar: Mehrheit der Deutschen hat Angst vor weiteren finanziellen Belastungen. 85% der Befragten empfinden die Steuerlast für Normalverdiener als zu hoch. Nur 9% sehen das anders. 93% halten die Steuervorschriften in Deutschland für zu kompliziert. Fast die Hälfte aller Bürger, 45%, können ihre Steuererklärung nur mit fremder Hilfe, etwa durch Steuerberater, ausfüllen. 86% glauben nicht, dass es der Bundesregierung gelingen wird, die Steuervorschriften deutlich zu vereinfachen. Auch hier, 93% der Bundesbürger sagen ganz klar, ist es zu kompliziert? Ja, ist es. Und 73%, eine weitere, halten das Steuersystem für ungerecht. Besonders ausgeprägt ist diese Haltung unter Anhängern der AfD. 84%, 80% bei den Linken, aber auch viele Anhänger Union, 72%, teilen diese Meinung. Und wie gesagt, bei SPD und Grüne 66% und 65%. Also hier war dann die Umfrage auch nach der Parteizugehörigkeit. Und nur 18% der deutschen Steuerzahler denken hier, dass die Steuergelder in Deutschland im Großen und Ganzen sinnvoll eingesetzt werden. Die deutliche Mehrheit, 72%, sieht das anders, besonders unter Arbeitern. 80% ist diese Meinung stark vertreten. Und warum ist das natürlich so? Weil gerade Arbeiter und vor allem auch die, die im Dienstleistungsbereich unterwegs sind, also nicht irgendwie, sage ich mal, in irgendwelchen Behörden sitzen oder in irgendwelchen Ministerien sitzen oder in irgendwelchen anderen Themen hier, sage ich mal, sich ein schönes Nest vielleicht im Bundestag, Landtag oder sonst irgendwo gemacht haben, sondern die müssen ja am Ende die Steuern für Deutschland erwirtschaften, also sprich die Privatwirtschaft, und das sind einfach diejenigen, die am Ende natürlich auch das alles hier finanzieren. Und da muss man ganz klar sagen, dass auch 85% der Deutschen hier, wie gesagt, dass immer nur 84% das ja für zu hoch empfinden. Sogar muss man ganz klar sagen, das ist auch, wie gesagt, in mehreren Fällen hier so, dass man eine weitere Umfrage gemacht hat, und die ist relativ spannend, und zwar zum Thema Entwicklungshilfe. Mehr als 2/3 der Deutschen wollen, dass die Entwicklungshilfe reduziert wird. Also nur eindeutig ausbauen, eher ausbauen, auf aktuellem Stand belassen, sind lediglich an der Stelle hier 28%. Eher reduzieren bzw. eindeutig reduzieren, sagen hier 71%, sind im Grunde gegen den aktuellen Stand der Entwicklungshilfe, weil man hier ganz einfach sagen muss, was machen wir denn natürlich mit Fahrradwegen in Peru und weiß was ich, der Frisur von Annalena Baerbock und. Das ist im Großen und Ganzen hier das Thema Entwicklungshilfe, wo man sagt, da muss man zuerst schauen, wie wir uns eigentlich selbst natürlich hier
sag ich mal, wieder ja, finanziell gut aufstellt. Und die Argumentation von wegen hier mit Blick auf den Klimaschutz sei mal dahingestellt, denn ganz klar ist, vielleicht hat es einen Vorteil, aber Fakt ist am Ende, was man im Grunde immer im Kopf haben sollte, man sollte sich nur das kaufen oder nur das leisten, was man sich am Ende auch wirklich leisten kann. Denn es bringt an dieser Stelle nichts, das Geld hier in Massen rauszuhauen und am Ende festzustellen, wir sind pleite. Denn am Ende kommt vielleicht hier Peter Zwegert und muss Deutschland abwickeln, weil es heißt, Flipchart aufstellen, Einnahmen, Ausgaben und da wieder schnell feststellen, wo ist denn eigentlich das Problem? Denn Fakt ist, die Staatseinnahmen in den letzten Jahren sind massiv nach oben gegangen. Jetzt nach aktuellen Meldungen sind es jetzt 916 Milliarden, trotzdem kriselt es überall. Wir haben massive, stark steigende Steuereinnahmen hier und 2025 soll jetzt erstmal die 1 Billion Euro Grenze überschritten werden. Und es gibt auch Personen, die das auch noch toll finden, dass wir die höchste Abgabenlast überhaupt haben. Und da schauen wir gleich nochmal genauer drauf rein. Aber Fakt ist am Ende, was ist denn eigentlich unser Problem? Und das Problem lässt sich an einer schönen Statistik erklären, warum es auch notwendig ist, die Schuldenbremse beizubehalten. Ich gehe mal hier von unten, von 1991, minus 48,4 Milliarden, 142 Milliarden, 2010 87 Milliarden. Und plötzlich, nach Eintritt der Schuldenbremse, ging es in die andere Richtung, bis dann Corona kam. Das ist der Finanzierungssaldo des Bundes in Deutschland von 1991 bis 2022. Leider noch keine aktuellere Statistik da. Aber das ist, wie gesagt, hier auch nach dem Platzen des Haushalts durch das Verfassungsgericht. Hier dieses minus 145 bzw. 87, 145 und 124 Milliarden im Minus. Was eigentlich nur bedeutet, wir geben mehr aus, als wir einnehmen. Denn Finanzierungssaldo ist im Großen und Ganzen, wie man es auch in der Steuererklärung kennen würde, Einnahmen minus Ausgaben. Plus natürlich kommen noch die Finanzierungen dazu, also Schulden, die dann als Plus dazu gerechnet werden. Aber Fakt ist am Ende, bedeutet, wir geben mehr aus, als wir einnehmen. Und damit wird auch Peter Zwegert wahrscheinlich sagen, liebe Leute, Flipchart, Einnahmen minus Ausgaben, das geht so nicht. Und wenn man das auch im internationalen Vergleich hat, selbst mit diesem massiven Thema hier an Steuereinnahmen, 916 Milliarden, kommen wir hier auf Platz 2 bei Singles kinderlos mit 47,8% Anteil von Steuer- und Sozialabgaben an den Gesamtarbeitskosten für Durchschnittsverdiener in den OECD-Ländern. Auch hier muss man ganz klar sagen, das kann sich durchaus natürlich, sage ich mal, sehen lassen. Wenn man die Gesamtabgabenquote hier in Relation sieht, dann hat das natürlich ein kleines anderes Bild. Aber auch selbst da sind wir relativ weit oben mit über 40% Abgabenquote. Hier auch laut des Monatsberichts des BMF von Januar 2024. Und mal so ein Überblick, wie viel Steuern zahlt eigentlich so der Durchschnittsverdienst mit hier diesem Einkommen. Und zwar geht es hier an der Stelle um das zu versteuernde Einkommen. Also sprich hier zum Beispiel zu versteuerndes Einkommen 0, Grundfreibetrag ist hier im Großen und Ganzen das 10.908 Euro, im Jahr 2023 ist 0. Und dann gehen wir hier rauf und sagen, okay, bei 20.000 sind es 1.956, dann sind es 4.700, 7.828, 11.343, 15.242, 19.427 und natürlich hier ganz oben bei 80.000 Euro haben wir dann die 23.627 Euro. Das sind im Grunde die Höhe der durchschnittlichen natürlich hier Einkommensteuer, die gezahlt wird bei einem zu versteuernden Einkommen. Und da sieht man eigentlich schon vor allem, wie viel eigentlich auch die Spitzenverdiener auch schon in Deutschland zahlen. Und wenn man sich überlegt, dass eine Person mit 80.000 Euro hier wirklich auch schon mal eine Einkommensteuerbelastung hat, natürlich von 23.627 Euro, das ist im Grunde fast so viel wie das Durchschnittseinkommen auch hier natürlich in Deutschland, beziehungsweise das Durchschnittsnettoeinkommen hier in Deutschland. Und da sollte man sich schon mal drüber Gedanken machen. Und dann gehört man mit den 80.000 Euro noch nicht mal hier zu den Spitzenverdienern oder sage ich mal zu den guten Verdienern, sondern ist eigentlich eher noch am unteren Ende. Jetzt, wie gesagt, auch ganz spannend, dass diese Statistiken jetzt hier veröffentlicht worden sind. Denn ganz klar ist schon, dass man sagen muss, naja, viele Leute, auch viele Mandanten von mir, sage ich mal auch Arbeitnehmer, sagen ganz klar, hey, also es ist mittlerweile eine Belastungsquote vorhanden, dass man sagt, es kann so nicht mehr gehen. Vor allem, wenn man auch ganz klar natürlich hier rangeht und sagt, hey, dass vor allem das Ganze im Geldbeutel auch immer mehr spürbar wird. Also hier haben wir ja nur dieses Thema, was ich ja im Intro schon gesagt habe mit Christian Lindner, wo er sagt, hey, liebe Leute, beschwert euch doch nicht, wir haben den Grundfreibetrag angepasst, aber hintenrum dann LKW-Maut im Dezember erhöht, CO2-Abgabe erhöht und, was ja auch alles zu Steuern und Abgaben zählt, das ist die
effektive Belastung, die wir am Ende zahlen. Und da muss man schon sagen, da kommen wir schon auch sehr, sehr weit hoch. Was ist deine Meinung? Schreib es uns ab unten in die Kommentare. Hast du auch Angst vor weiteren Steuererhöhungen? Vor allem, weil man auch ganz klar sagen muss, und da werden jetzt natürlich die ein oder anderen wieder überrascht sein, aber eine Vermögensteuer, wenn man sie einführt oder ähnliches, die wird am Ende im Triple-Down-Effekt von oben runterkommen, denn die Vermögenden werden wahrscheinlich weggehen und ihre Assets hier in Deutschland verkaufen, vielleicht an irgendwelche ausländischen Investoren, und dann geht es runter, 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 und irgendwann zahlst du auch schon mit unter 1 Million Euro wahrscheinlich hier ganz einfach Vermögensteuer oder höhere Steuern im Allgemeinen, denn schlichtweg die guten Leute und die, die denn hier natürlich Haushalt finanzieren, sind irgendwann weg.